Dieser Sommer meint es gut mit uns. Die Sonne brennt, die Temperaturen klettern rauf. Sogar in der Nacht kühlt es jetzt nicht mehr richtig ab. Österreich glüht dank Hochdruckgebiet Jolanda. Uns erwartet eine ganze Glutwoche. In der Nacht auf Mittwoch sinkt das Thermometer in der Wiener Innenstadt nicht unter 26,9 Grad. Damit wird der Rekord von 23. Juli 2015 eingestellt. Auch damals liegt der Tiefstwert in der Wiener Innenstadt bei 26,9 Grad. Und die bereits vierte Hitzewelle dieses Sommers bringt in Wien auch eine Premiere. Erstmals gibt es für die Fiakerpferde aufgrund einer gesetzlichen Verordnung am Dienstag hitzefrei. Die Tiere müssen zurück in ihre Stallungen. Insgesamt ist es am Mittwoch verbreitet sonnig und heiß. Die heiße und energiereiche Luftmasse wird mit dem Durchzug einer schwachen Störung von Westen her allerdings etwas aktiviert. Es bilden sich zumindest im Bergland Quellwolken und nachfolgend Schauer- und Gewitterzellen. Die Gewitter können mitunter aber heftig ausfallen. Bei Gewittern kann der Wind auch kräftiger werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 37 Grad.